Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum heutigen Weihnachtsfest. Schön, dass ihr an diesen Feiertagen dennoch mal kurz hier reinguckt und schaut, was so abgeht. Im Moment gibt es, wie im letzten Video angekündigt, wieder ein Giveaway. Natürlich ist es hier auch wieder ganz wichtig, dass ihr das Video zu Ende schaut, sonst könnt ihr nichts gewinnen. Ach ja, und ihr müsst nicht abonnieren, um hier mitmachen zu können. Sondern nur das machen, was ich euch gleich sage. Der Nikolausi war da. In unserem Falle war der Nikolausi Skinbaron. Vielen Dank an Skinbaron. Leute, schaut da vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Skins für Echtgeld kaufen oder verkaufen wollt, ist Skinbaron die richtige Adresse für euch. Da bekommt ihr dann euer Geld nicht einfach nur auf Steam oder sonst wohin, sondern auf euer Konto oder auf euer PayPal-Konto oder Bitcoin-Konto oder so, wie ihr eben wollt. Vielen, vielen Dank an Skinbaron für diese Gabe. Das letzte Giveaway war ja die Kill Confirmed und ich dachte mir, komm, jetzt hauen wir als nächstes einfach eine Neo Noir raus. Dennoch haben wir noch eine Kill Confirmed bekommen, die ich dann im Livestream halt raushauen werde. Dieses Giveaway funktioniert so wie immer, das heißt, Leute, die aktiv auf dem Kanal hier sind, können gewinnen, der Rest nicht. Aktiv heißt Videos schauen und kommentieren. Wer einfach nur in ein Video reinklickt, dann schnell was schreibt und dann wieder geht, der kann natürlich nichts gewinnen. Ja, das ist dann kein ernst gemeinter Kommentar, sowas wie nice oder sowas. Ja. Das zählt natürlich nicht. Die Zuschauerbindung muss schon stimmen. Wer immer nur reinklickt, hat keine Zuschauerbindung. Wer die Videos ganz zu Ende laufen lässt, hat eine hohe Zuschauerbindung. Ne? Merkt ihr was? Dieses Giveaway geht auch wieder 10 Tage lang und nach diesen 10 Tagen wird dann der Gewinner in irgendeinem Video von mir vorgestellt. Das Video wird aber nicht "Hier ist der Gewinner" heißen, sondern das ist einfach irgendein Video von mir und darin wird dann der Gewinner unter anderem genannt, neben dem Rest, den ich halt im Video noch mache. Ich bedanke mich hier natürlich auch wieder recht herzlich bei euch, so als Jahresabschluss, obwohl bestimmt noch ein Video kommen wird, aber jetzt, wo ich mal schon dabei bin, komm, was soll der Geiz? Ich bedanke mich für eure Aktivität, für die Daumen, für die Kommentare und so weiter und so fort, für die ganze Stream-Action, die wir immer machen. Es ist echt krass, wie wir auch am Stream wieder angestiegen sind, also an neuen Zuschauern. Gerade die Streams bringen uns nochmal so einen Ticken näher zusammen, weil man halt einfach gemeinsam was macht. Wir spielen ja viel gemeinsam und die ganze Sache fühlt sich auch nochmal näher an, weil eben auch eure Kommentare, die ihr ja dann praktisch live verfasst, auch direkt von mir beantwortet werden und nicht noch ein paar Tage brauchen. Es ist eine direkte Kommunikation, die wir da betreiben und das macht echt Spaß. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass ihr da so am Start seid einfach. Ja? Ist ja nicht selbstverständlich. Gerade Livestreams, da muss man halt einfach dann da sein oder Zeit haben, wenn der Stream ist. Man kann nicht wie bei einem Video dann 3 Tage später reingucken. Also, um live mit dabei zu sein. Die Streams stehen trotzdem, glaube ich, 20 Tage oder so noch da. Die kann man dann angucken, wenn man möchte. Aber natürlich ist live dabei nochmal cooler, wie jetzt halt im Nachhinein nur angeschaut. Ich denke, das ist auch nochmal die perfekte Möglichkeit, um Skinbarone ganz besonders zu danken, weil sie uns halt jetzt schon so viel rausgekloppt haben. Also sie haben das gesamte 2018er Jahr gehasselt und 2017 glaube ich auch noch. Also wir sind bald 2 Jahre Partner. Ne? Wirklich, es ist echt nice. Vielen Dank dafür. Natürlich kriegt man auch Aktivitäts-Extra-Punkte, wenn man halt in den Streams vorbeischaut, wenn man auf Twitter rumguckt, auf Facebook, Instagram und so weiter. Aber das alles ist kein Muss, also man kann auch einfach nur gewinnen, wenn man hier auf YouTube schön aktiv die Videos guckt und fertig. An der Stelle lege ich euch ganz besonders für riesige Pluspunkte, Leute, für riesige Pluspunkte, lege ich euch die Macht-Spaß-Playlist ans Herz. Alle, die es noch nicht gesehen haben, ich werde die Playlist auch verlinken in einem angepinnten Kommentar und auch in der Videobeschreibung. Schaut mal rein, also alle, die es noch nicht gesehen haben. Der Rest, also die, die das schon in- und auswendig kennen, müssen da jetzt nicht nochmal reingucken, das ist klar. Aber es ist noch viel Potenzial offen bei unserer Masse, das weiß ich, also bei unserer Masse an Zuschauern, an aktiven Zuschauern. Da sind noch sehr, sehr viele, die es noch nicht gesehen haben. Ja, ich würde mich freuen für fette Pluspunkte für das Giveaway. Fette, riesige Pluspunkte. Ja, das war's soweit. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und es wäre natürlich kein übliches Giveaway, wenn ich nicht noch eine kleine Sonderfrage an euch hätte, beziehungsweise einen Aktivitätstest. Und zwar ist meine Frage an euch, was ihr denn so zu Weihnachten geschenkt bekommen habt. Habt ihr die Sachen bekommen, die ihr euch gewünscht habt? Oder kam eher komplett Unerwünschtes? Habt ihr euch dennoch drüber gefreut? Und so weiter und so fort. Wie lief's bei euch? Ich nehme an, die meisten von euch sind keine Kinder mehr und haben somit also auch Einfluss auf das, was sie gerne hätten. Also wünschen sich es einfach von ihrem Partner, von ihrer Familie, wie auch immer. Da sollte wahrscheinlich nicht arg viel schiefgegangen sein, aber man weiß ja nie. Ne? Ab und an gibt es Leute, die schenken dann einfach doch ungern das, was man sich gewünscht hat, sondern denken sich, ich mache was ganz Besonderes und werde so einen Baum aus Socken herstellen oder sowas. Und schon hat man einen Baum aus Socken.